mit einem 50er Barsch. Ja, come on. Juicy. Das ist ein fucking Barsch. Das ist ein fucking Monsterbarsch. Plan ist aufgegangen. Es hat funktioniert. Leck mich am Barsch, Mann. Ja, sehr schön. Was drauf. Sehr nice. Ah. Fucking heavy. Oh, was für ein Biss. Das ist die dicke Mutti. Das ist sie. Hey guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Big L Fishing Channel. Ihr seht, ich stehe hier gerade unter einem Baum und es ist ordentlich am Regnen. Das hat auch einen Grund, obwohl das Wetter so schlecht ist, habe ich mir gedacht, ich muss noch mal ans Wasser, denn ab Mittwoch geht es erstmal für mich 2 Wochen in den Urlaub mit Weibchen und ich musste noch einmal vorher los. Was ich heute vorhabe, ist an meinem Hausgewässer zu angeln, am Rhein, und ich habe eine kleine Mission, und zwar will ich für Monkey Lures die Prototypen heute testen. Es werden 4 neue Farben rauskommen, die habe ich schon seit Monaten gefischt. Einmal der Chili Cheese, der Purple Haze, oh hier ohne Schwänzchen, und einmal Baba Brown. Und zu guter Letzt kommt auch dieses Jahr die Big L Spezialfarbe raus. Ja, wir warten jetzt einmal den Schauer ab. Es wird heute sehr windig, es wird heute kein schönes Wetter geben, aber die Angellust ist so groß, ein paar Zettis und ein paar dicke Barsche versuchen wir heute rauszuziehen. Und das war der nächste Prototyp. So, die ersten Würfe sind gemacht. Ich muss leider sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Wetterdienst. Die haben mal wieder nichts richtig vorhergesagt. Die meinten 40, 50 km/h Wind, Böen bis 60, aber es ist deutlich windiger heute. Wir können jetzt wirklich nur im Schatten der Buhne hier angeln. Regen haben wir gerade auch abgekriegt. Es sollte eigentlich trocken bleiben. Und wenn man sich so ein bisschen den Rhein so im Hintergrund anguckt, merkt man, irgendwas stimmt hier nicht, nämlich normalerweise sollte das Wasser nach links runter gedrückt werden. So fließt er rein, links runter, aber die ganzen Wellen ziehen rechts hoch. Also es ist wirklich extrem windig. Steht man auf der Buhne drauf, versteht man sich nicht mehr, obwohl man 2 Meter voneinander entfernt ist. Hier im Windschatten geht's. Ich angle jetzt erstmal ein bisschen im Sitzen. Im Flachwasserbereich. Es ist nicht sehr tief, mit 7 Gramm, auch sehr sportlich. Also viel Gefühl ist da nicht, aber nach Hause fahren ist auch scheiße. Und den High-Risk-Move haben wir schon das letzte Mal gemacht. So eine Scheiße hier! So Leute, Déjà-vu. Ich bin am Rhein wieder unterwegs, aber sitze nur im Auto. Was wir jetzt machen, ist, es gibt erstmal keinen Plan B. Ne, das war jetzt auch eine Möglichkeit, dass wir jetzt wieder in einen Kanal fahren oder irgendwo in einem kleinen See. Und da ein paar Zander fangen, aber das wollen wir nicht. Ich habe gesagt, ich angel heute am Rhein, ich fange hier heute ein paar Zander. Und das werden wir auch heute komplett durchziehen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause, fahren in den Coffeeshop, warten ein bisschen den Wind ab, 4 bis 6 Stunden. Dann soll es ein bisschen abflachen, dann sollen wir nur noch 40 km/h Wind haben mit 60er Böen. Ist auch noch kritisch, aber das kriege ich dann auch hin, und in der Dämmerung, da geht immer was. Als Schneider fahre ich nicht vom Rhein. So Leute, wir sind gestärkt, wir haben extrem gechillt. Jetzt geht's nochmal zum Wasser. Wir hatten einen kleinen Durchhänger, wir waren ein bisschen down, ein bisschen zu sehr gechillt, aber wir haben jetzt uns ein bisschen Kokain geholt quasi. Und ja, jetzt fahren wir nochmal ins Spot, sind motiviert, haben richtige Pumpermucke hier. Jetzt geht's ab, Freunde. Yeah. Zander, 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 Zander. 0 auf 2 mit dem Album. Heißt, der Preis ist gerade gestiegen. Meine Zeit ist da zu kriegen. Keine Scheiße, fragt die Fliegen. Kleine mehr der Planet trinken. 30 Gramm Frieden. In guten Zeiten Saft gießen. Echt schwierig, hier in Kontakt zu halten. Es sollte weniger Wind werden. Ist es auch minimal, aber das ist echt Angeln am Limit hier. So habe ich mir das nicht vorgestellt.
Spezialfarbe, Mann! Sick, Mann! Sick, sick, sick! So, Leute, da ist er, der erste Fisch. Ich wusste, der Rhein lässt mich nicht im Stich. Und auf den Köder kam der Barsch, Big L Spezialfarbe, hat ein kleines Geheimnis. Erzähle ich gleich noch mehr dazu. Vernünftige Größe, aber so sind die Barsche hier am Rhein. Wenn man einen fängt, dann ist das eher ein vernünftiger. Yo. Der Barsch, der kam gerade auf die Farbe Big L Spezial. Ich habe mir ein bisschen was dabei gedacht, denn ich wollte einen Köder entwickeln, den es so nicht zu kaufen gibt und der sehr fängig bei bestimmten Bedingungen ist. Dieser Köder hat die Besonderheit, dass die Farbe vom Bauch versetzt ist mit Phosphor. Das bedeutet, er kann im Dunkeln oder nachts das Licht wiedergeben. Er absorbiert das Licht, speichert es und gibt es dann wieder. Das bedeutet jetzt nicht für den Angler, okay, ich benutze diesen Köder nachts, da er da besser zu sehen ist. Leuchtet ihn noch vorher mit einer Taschenlampe an? Nein, das ist der falsche Ansatz, sondern man benutzt diese Farbe, wenn es extrem sonnig ist und zum Beispiel, wenn das Wasser extrem angetrübt ist. Dann ist es der Einsatz für Big L Spezialfarbe, denn da kann das Licht im trüben Wasser wiedergegeben werden und das lockt auf jeden Fall Zander und Barsche an. Wir haben es gerade gesehen, heute haben wir ähnliche Bedingungen. Die Sonne kommt immer mal wieder komplett durch und da wollte der Barsch diese Farbe haben. Um einmal den Effekt zu zeigen, ich leuchte ihn jetzt einmal an und wenn ich da einmal mit der Taschenlampe weggehe, sieht man, dass er noch ein bisschen Licht wiedergibt. Würden wir das jetzt im Dunkeln nochmal nachmachen, würdet ihr den Effekt viel stärker sehen. Die nächste Farbe, die ich euch vorstelle, ist einmal Purple Haze. Das ist eine super Farbe, die bei verschiedenen Bedingungen funktioniert. Gerade wenn das Wasser sehr klar ist, ist Lila eine Top-Farbe. Gerade wenn die Sonne scheint, aber ansonsten auch hier am Rhein, gerade in der Dämmerung, ist diese Farbe sehr effektiv, denn es ist nicht nur ein Flieder, sondern man hat auch noch ein paar UV-Partikel im Bauch mit eingearbeitet. Und bei der roten Stunde, wenn die Sonne etwas tiefer steht, ist das eine Top-Farbe. Werde ich auch gleich ausprobieren und hoffentlich noch ein paar Fische mitfangen. Kommen wir zur dritten Farbe, die jetzt rauskommen wird. Das ist einmal Baba Brown. Sieht erstmal ein bisschen unscheinbar aus, aber der Hintergedanke war, dass früher zum Beispiel, kennt man es, Klassiker waren kupferfarbene Blinker, kupferfarbene Spinner. Kupfer war generell eine sehr attraktive Farbe für Räuber. Leider findet man die bei Gummifischen nicht wieder. Deswegen habe ich mich hierbei zu entschieden, den Bauch durchsichtig zu machen und habe extrem viele Kupferpartikel mit eingearbeitet. Im Rücken, um ein bisschen Kontrast zu bilden, sind schwarze Partikel mit drin, damit man ein bisschen Farbunterschied hat. Diese Farbe ist extrem UV-aktiv und mit dieser Farbe habe ich extrem gut an der Ostsee Dorsche gefangen oder in Norwegen Pollack, Seelachs und andere Raubfische. Aber es ist auch für Süßwasser eine super Farbe, die gerade bei Licht im Wasser schöne Reflexion macht durch die Kupferpartikel, aber auch bei weniger Licht im Wasser, sprich Dämmerung, trübes Wasser, bewölkter Himmel. Durch die UV-Aktivität ist die Silhouette sehr gut wahrzunehmen unter Wasser. Es ist wirklich ein Allround-Köder, den man bei verschiedenen Bedingungen einfach mal ausprobieren sollte. Die vierte Farbe, die rauskommen wird, ist einmal der Chili Cheese. Der Chili Cheese sieht erstmal nicht besonders gut aus. Es ist jetzt kein Köder, wo man sagt, der fängt den Angler, aber das ist eine Fangmaschine. Wir haben einmal, um einen kleinen Kontrast zu bilden, einen dunklen Rücken in dunkelgrün gehalten und einen hellgelben Bauch. A, der Kontrast lässt die Fische sehr gut den Köder wahrnehmen. Zusätzlich haben wir noch ein paar Rotpartikel, rote Glitzerpartikel im Rücken eingearbeitet, da Rot auch sehr gut Barsche und Hechte anspricht. Und im Bauch, um die Sache noch attraktiver zu machen, haben wir gelb fluoreszierende Glitzerpartikel eingearbeitet. Und jetzt, zu guter Letzt, kommt der letzte Punkt. Wir haben noch ein bisschen mit Glow-in-the-Dark-Pulver hier rum experimentiert. Wir haben ihn auch ein bisschen mit Phosphor versehen. Und dadurch ist er ganz dezent auch Glow-in-the-Dark. Und ich sage euch eins, Freunde, diese Farbe
Die knallt richtig. Ich konnte dieses Jahr beim Prototyp fischen auch mein PB fangen. Und diesen Fisch, den seht ihr jetzt. Da habe ich auch endlich mal einen etwas besseren Fisch. Das ist verdammt guter Zander. Das ist echt ein richtig guter Zander. Alter, was ist heute hier los, Alter? Unglaublich. Das ist ein richtig guter Zander. Also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist ein 80er, 90er Zander. Fuck my life, ey. Sick, Mann, sick. Guter Zander, ey. Oh, du heiliger 90er. Ach, du heilige, verdammte, yes, heilige Scheiße. Ich raste aus, Alter. Was ist hier heute los? Erster Tag auf den Scheißgewässer. Ich habe hier noch nie gefischt. Und ich meinte zu Daniel, Alter, lass uns da hinten angeln. Da stehen Möwen. Da ist es schon schön. Schwede. Lass ihn nicht raus, Junge. Ich lass ihn nicht raus, keine Alter. Sorge. Alter, das ist ein 90er. Ja, Mann! Fuck, ey! Ich kann nicht mehr. Alter, gibt's das? Auf den scheiß Prototypen. Auf den scheiß Prototypen. Chili Cheese. Geil! Oh. Bam! Das ist ein fucking Zander. Chili Cheese inhaled. Klassische Großfischfarbe. Bam! So, wir sind dran. Jetzt gehen wir nach hinten. 92,3 fucking 92, neuer PB, my boy. Neuer PB. Wir werden jetzt in sehr flachen Gebieten angeln. Gerade in der Dämmerung ist es so, dass man die Zander nicht immer an der Strömungskante findet. Die Zander ziehen rein, da wo der Futterfisch ist. Und der Futterfisch hält sich gerade über Nacht in der Steinpackung auf und zieht ins Flache. Wir müssen jetzt genau dort unseren Köder präsentieren. Im Sommer funktioniert die Wobblerangelei mit flachlaufenden Ködern sehr, sehr gut. Aber eine andere Alternative ist, mit Gummifisch an sehr leichten Gewichten zu präsentieren. Hier einmal 3 Gramm. Und jetzt will ich euch auch noch einen kleinen Trick zeigen. Denn manchmal ist es so, man hat vielleicht den Gummifisch in der Tacklebox. Er lag vielleicht mehrere Monate ein bisschen schief und der bewegt sich nicht mehr richtig. Das bedeutet, der Schaufelschwanz hat einen leichten Knick abgekriegt. Und wenn man ihn durchs Wasser zieht, fängt er erst sich an zu bewegen bei 15, 20 Gramm. Und wir wollen jetzt aber sehr leicht den Köder präsentieren. Und da muss er auch mit 3 Gramm super arbeiten. Ein kleiner Trick dabei ist einfach, das Gummi am hinteren Ende kurz vom Paddelschwanz leicht zum Schmelzen zu bringen und danach den Schaufelschwanz ein bisschen anzudrücken, 1-2 Sekunden zu warten und dann kann man den Winkel individuell einstellen. Und ich zeige euch, wie schnell das einmal gemacht ist. Dafür braucht ihr einfach nur ein Feuerzeug. Vorteilhaft ist es, wenn man zum Beispiel ein Feuerzeug vom BVB nimmt. Nein, das geht natürlich auch mit jedem anderen, aber ein Sturmfeuerzeug ist bei jedem Wetter und heute, wo es so windig ist, die einfachste Wahl. Nicht die Finger verbrennen, einmal kurz drunter halten, dass ihr seht, das Gummi fängt leicht an zu schmelzen. Das Gummi ist schön warm geworden und wenn ihr jetzt einmal drauf achtet, fällt euch wahrscheinlich auf, dass der Winkel vom Schaufelschwanz jetzt 90 Grad ist und nicht mehr so leicht nach hinten absteht. Das bedeutet, ich werde jetzt auch bei sehr, sehr langsamem Zug wirklich ein schönes Flanken hinbekommen, eine schöne Frequenz auch im Schaufelschwanz und jetzt kann ich ihn genauso lame präsentieren, wie ich es brauche. Fuck, da war ein Biss, da war ein Biss, da war ein Biss. Fuck. Fuck. Komm nochmal, komm. Ah, ha, ha, ha. Langsam kommen wir in die heiße Phase, Freunde. Probiere ich erstmal Chili Cheese aus. Ein bisschen mehr Kontrast. Es ist ja wirklich ziemlich dunkel jetzt geworden. Die Sonne verschwindet gerade.
am Horizont. Und da braucht man ein bisschen mehr UV-Aktivität. Ist sehr, sehr schade. Ich glaube, ich sollte mir mal den Kescher zur Seite legen. Ihr habt es aber hoffentlich gesehen. Ich habe jetzt die Stelle noch mal ein paar Mal angeworfen, wo ich gerade einen Fehlbiss hatte. Und da stieg jetzt, ich sag mal, ein 50er Zander ein. Chili Cheese, hässliches Dekor, aber fängt. Aber hoffentlich ziehe ich jetzt mal auch einmal raus hier. Das ärgert mich, ey. Immer Kescher am Mann haben, Leute. Lernt aus meinen Fehlern. Eieieiei. Glück, dass der Zander mir nicht durch die Maschen gegangen ist. Das war ein süßes kleines Tock. Wuppa. Das war echt süß. Kleines Tock, aber mit einem 5 Gramm Kopf wirklich ganz leicht gejiggt. Dafür muss man aber auch einen sehr, sehr leichten Stock benutzen, der auch die Übertragung euch gibt, dass ihr wirklich alles spürt. Ja? Ich benutze hier die leichte Solution-Route, die kurze Variante. Mit der habe ich auch das Gefühl, das Gespür auch mit einem 3 Gramm oder 5 Gramm Kopf kann man dann ganz langsam, ganz vorsichtig kleine Sprünge machen über Grund und den wirklich ganz langsam präsentieren. Gerade in der Dämmerung, wenn die Fische wirklich ins Flache ziehen, wir beangeln hier teilweise 50 cm Wassertiefe bis einen Meter. Da ist nicht viel Spiel zum Absinken. Da müssen wirklich die Absinkphasen auf einer geringen Höhe sehr langsam gemacht werden. Und das erreicht man nur durch sehr leichte Jigköpfe, eventuell durch Anpassung vom Schaufelschwanz, damit ihr ein bisschen mehr Wasserwiderstand habt, damit ihr wirklich auch perfekt den Köder präsentieren könnt in flachen Zonen. Jetzt mache ich weiter. Ich glaube, hier geht noch ein bisschen was. Jetzt werde ich heiß. Das war jetzt zum Warmmachen, kleiner Zetti. Aber der Traum von der dicken Mutti ist immer gegeben. Oh. Man könnte glatt meinen, das ist der gleiche von gerade. Aber die nächste Fritte. Schöner Körper. Die Fritten sind die Vorhut, das sind die Speer und die dicken Muttis, die kommen hinterher. So. Ganz wichtig beim Prototyp-Testen ist auch, um einen Vergleich zu haben, mal andere Farben auch auszuprobieren. Jetzt habe ich einen Klassiker dran gemacht, einer meiner Lieblingsfarben, Sexy Jane. Ein Garant in der Dämmerung, unscheinbar mit UV-Partikeln. Ihr kennt sicherlich den Köder. Jetzt haben wir eine etwas größere Fritte.
Das ist noch nicht das, was wir haben wollen, aber wir tasten uns langsam ran. Schön. So Leute, wir haben es wieder geschafft. Der Abschlussfisch ist im Kescher und ich kann Feierabend machen. So, jetzt holen wir ihn mal raus. So. So, der Plan ist aufgegangen. Sehr schön, ein maßiger Fisch. Immerhin nach einem harten Tag ist das das schöne Ende. So, Köder ist schon rausgegangen im Kescher. Wieder auf Chili Cheese. Ich musste leider den Köder schon umdrehen, weil das ist der letzte Prototyp, den ich habe. Jetzt muss ich selber warten, bis die Produktion ankommt. Und der ist mir immer runtergezogen. Deswegen verkehrt rum. Aber der Rückenschwimmer hat trotzdem funktioniert. Ich bin mega happy. 3 Gramm Kopf ganz langsam an der Steinpackung entlang geleiert. Und da ist er. Es hat funktioniert. Wir hatten eine Mission und die Mission ist abgeschlossen. Leute, ich kann es einfach nicht sein lassen. In der Zeit, wo der Kameramann alles am Einpacken war, habe ich mir gedacht, ich mache nochmal einen Wurf. Und es könnte sein, dass der nochmal einen Ticken größer ist. Ja, das tut mir echt leid, Florian, dass du schon am Einpacken warst. Ich habe gesagt, das war der Abschlussfisch gerade, aber Chili Cheese, die klassische Großfischfarbe, hat nochmal den Tag komplett gemacht. Und jetzt mache ich vielleicht noch einen Wurf. Aber ich verabschiede mich schon mal vorsichtshalber. Geiler Tag mit Happy End. Es fing sehr stürmisch heute an, aber der Plan, den wollte er haben. Inhale it. Inhale it. Chili Cheese als Rückenschwimmer. Schön. Bam. Bis zum nächsten Mal auf dem Big L Fishing Channel.